Na du, bist du gerade wieder endlos und sinnlos am Rumscrollen oder hast einfach nur Langeweile? Dann ist das hier das perfekte Video für dich, falls du dich angesprochen fühlst. Deswegen würde ich sagen, let's go! Hallo Kali Crew! Ich hoffe, es geht euch gerade genauso gut wie mir, denn ich habe gerade die Bilder fertig gemalt und sie sind einfach so schön geworden. Ich glaube, das hier ist mein liebster Part aus meinen ganzen Malen gegen Langeweile-Videos, weil die einfach so nice sind und ich zeige euch jetzt, wie ihr sie super einfach auch bei euch zu Hause nachmachen könnt. Das ist wirklich nicht schwer. Falls wir uns übrigens noch nie gesehen haben, hi, ich bin Cassie. Kommt gerne zu uns in die Kali Crew, einfach abonnieren und dann jeden Samstag 10 Uhr ein neues Video von mir sehen. Jetzt würde ich sagen, legen wir aber erstmal los mit diesem hier und deswegen los geht's! Anfangen macht das schnellste und auch leichteste Bild von allem, was ich euch gleich zeigen werde. Deswegen müsst ihr das einfach ausprobieren. Und wir starten damit, dass wir uns ein Papier nehmen und es in eine quadratische Form bringen. Ansonsten brauchen wir nur noch zwei Marker für das Bild und sonst nichts. Also ihr habt sicherlich schon alles dafür zu Hause. Der eine Marker sollte aber ein bisschen stabiler, ein bisschen breiter sein als der andere. Mit diesem breiteren Marker starten wir jetzt auch. Und zwar zeichnet ihr in alle vier Ecken solche Halbkreise. Und sobald die gemacht sind, füllen wir das einfach weiter auf. Zuerst entlang des Randes und dann immer weiter in die Mitte des Blattes, bis man da nichts mehr reinzeichnen kann. Bevor es weitergeht mit Schritt 2, habe ich die Linien noch mal ein bisschen fester nachgefahren, damit sie vor allem auch alle gleichmäßig aussehen und gleich breit sind. Habe ich zumindest probiert und das hier war dann bisher mein Zwischenergebnis. Sieht irgendwie schon ganz nice aus, aber Leute, wartet, bis ihr das Endergebnis seht. Und dafür brauchen wir jetzt erst noch den feineren Marker, der so eine ganz dünne Spitze hat. Den hier benutze ich immer, um in mein Happy Me reinzuschreiben, mein Tagebuch, aber dafür ist es auch perfekt. Und damit geht ihr dann hin und zeichnet einfach ganz viele weitere Halbkreise in eure Halbkreise rein. Die sollten am besten möglichst gleichmäßige Abstände haben, also habt auf jeden Fall eine ruhige Hand, nehmt euch Zeit, denn das Ganze dauert auch wirklich lange. Das hier ist ein Echtzeitclip. Aber es ist ja schließlich ein Bild gegen Langeweile und damit kann man sich wirklich einiges an Zeit vertreiben. Ich sag euch, das hier ist meine Form von Relaxen. Einfach YouTube-Videos schauen und dabei was malen, das ist das Beste. Und das hier ist das Endergebnis. Wie verrückt und wie cool sieht es bitte aus, oder? Ich habe die Linien bzw. die Halbkreise nach innen hin immer enger gemacht, sodass man die Illusion bekommt, dass es wirklich nach innen in das Papier reingeht und so eine Tiefe bekommt, obwohl es eigentlich nur ein Papier ist. Ich finde es richtig krass und mega schön, deswegen probiert es unbedingt aus. Oh mein Gott, Leute, dieses nächste Bild ist einfach so krass, aber es ist auch deutlich aufwendiger, aber es lohnt sich. Dafür braucht man erstmal eine Leinwand. Die Größe ist theoretisch egal. Ich habe eine genommen, aber in 30 x 40 cm. Schritt Nummer 1, wir designen uns einen schönen Spruch. Das kann man natürlich freihändig machen und es einfach ja frei zeichnen, aber ihr wisst, ich liebe meine Vorlagen und deswegen mache ich das am PC. Kleiner Fun Fact, ich bin ein bisschen kurzsichtig, deswegen trage ich dabei immer eine Brille oder wenn ich Auto fahre zum Beispiel. Und da habe ich mir jetzt eine neue bei Mr. Specs geholt. Die haben nämlich Qualitätsgläser, die sind immer super entspiegelt, kratzfest und mit UV-Filter. Meine letzte Brille war auch schon für Mr. Specs und ich finde es so klasse, dass man sich erstmal vier Stück nach Hause bestellen und die dann in Ruhe anprobieren kann. Das ist besonders praktisch, wenn man sich nicht immer direkt entscheiden kann und lieber nochmal eine Nacht drüber schläft oder seine Liebsten oder Community um Rat fragen möchte. Was ich aber immer und jedem empfehlen würde, ist auf jeden Fall eine Blaulichtfilterbrille zu nehmen. Wahrscheinlich kennen wir alle die Situation, dass sich unsere Augen so richtig müde anfühlen, wenn wir zu lange auf ein Display von einem Tablet oder Handy geschaut haben. Das liegt unter anderem daran, dass diese Geräte blau-violettes Licht ausstrahlen und genau dagegen kann man sich mit einer Blaulichtfilterbrille schützen. Bei Mr. Specs gibt es dafür die Veredelungsoption Blaufiltertechnologie. Einfach mit dem Häkchen auswählen und schon werden die Gläser damit versehen. Egal, ob man sich eine Brille mit oder ohne Sehstärke bestellt. Das sieht gut aus, beziehungsweise man sieht eigentlich fast gar nicht und man fühlt sich einfach gut dabei. Mr. Specs gibt es sowohl online als auch offline mit über 60 Filialen in Deutschland und einem bundesweiten Netzwerk von über 400 Partneroptikern. Aber es gibt auch dieses visuelle Anprobieren und ich fand das so cool. Man scannt einfach sein Gesicht und dann kann man verschiedene Brillen anprobieren und es sieht wirklich richtig echt aus, oder? Das hier ist sie nämlich in Real Life. Also ich bin total begeistert und deswegen verlinke ich euch Mr. Specs in der Infobox. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode bekommen und zwar gilt der online, aber auch offline in den Stores. Und zwar bekommt ihr mit Cassie15 15% Rabatt auf alles, das heißt auch Sonnenbrillen, Kontaktlinsenbrillen. Also falls ihr ein bisschen sparen wollt und gerade was davon braucht, dann benutzt meinen Code doch super gerne. Beim Spruch für unser Bild kann man wirklich alles nehmen, was man möchte. Es gibt hier kein Falsch. Es sollte nur am besten ein Satz sein, der möglichst kurz ist, sodass die Wörter in wenige Zeilen passen. Hier in meinem paar Beispiele. Do you know who you are? Good things take time. Oder bloom where you are planted. Zum ersten Spruch haben wir übrigens ganz viel auf Insta geschrieben, dass es ein Harry Styles Fanspruch ist. Also wo sind meine Harry-Fans? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ich drehe hier gerade mein nächstes Bild für das Video. Ich kann mich aber nicht entscheiden, welchen Spruch ich auf diese Leinwand machen will. Das ist in so einer ganz bestimmten Art und Weise, wie das da drauf kommt. Also es ist noch kein krasser Spoiler für das DIY, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also sag mir gerne mal, welchen Spruch würdet ihr lieber drauf sehen? Einfach immer, wenn ich Abstimmungen mache, weil ich mich nicht entscheiden kann, ist das Ergebnis auch bei fast 50-50. Aber mit 5% lag dieser Spruch vorne. Wer kennt diesen Satz übrigens noch von meinem Bullet Journal? Das habe ich ja vor 3 oder sind es schon 4 Jahren zusammen mit meinem ersten Timer damals rausgebracht. Und das war vorne auf dem Cover drauf. Es war so schön. Ich denke, wir kennen und lieben ihn alle, und zwar der Bleistifttrick. Dafür einfach die Wörter auf der Rückseite mit Bleistift schraffieren, dann in gleichmäßig große Streifen ausschneiden und die dann auf die Leinwand auflegen. Jetzt können wir von oben die Buchstaben nochmal nachfahren und dadurch paust sich der Bleistift auf der Rückseite perfekt als Vorlage auf die Leinwand ab. Ich liebe es, ich kann nicht mehr ohne diesen Trick leben. Und dann brauchen wir als nächstes schwarze Marker. Beziehungsweise könnten sie auch bunt sein, wenn ihr wollt, aber ich wollte meins in schwarz haben. Wir kommen später noch zu anderen Farben und damit fahre ich dann die ganzen Buchstaben bzw. den Spruch nach. Als nächstes brauchen wir Kreppband. Und wisst ihr, wie oft ich Kreppband schon wie Crepe geschrieben habe? Mit C-R-E-P-E? Ja, ich denke einfach immer an Essen und deswegen habe ich das schon richtig oft falsch geschrieben. Mega peinlich eigentlich. Auf jeden Fall habe ich mit dem Kreppband die Wörter abgeklebt. Und dann ist ganz wichtig, dass man an der Seite noch genügend überstehen lässt. Ta-ta-ta-ta-ta. So sollte die Leinwand mittlerweile aussehen und jetzt geht's weiter mit Fertigspachtel bzw. Strukturpaste. Die findet man zum Beispiel in Bastelshops, aber ehrlich gesagt bin ich mehr Fan von Fertigspachtel, weil es das günstiger im Baumarkt gibt. Damit bedecken wir jetzt unser bisheriges Kunstwerk, also ordentlich Paste nehmen und bam, auf die Leinwand. Vielleicht nicht ganz so grob fallen lassen und dann auf jeden Fall verteilen. Schon wieder denke ich an Essen, weil es sieht doch aus, als wäre das so eine Torte und wir würden gerade Frosting drauf machen, oder? Vielleicht liegt es aber auch dran, weil ich nächste Woche Geburtstag habe. Keine Ahnung. Jetzt geht es auf jeden Fall ans Designen und da kann man wirklich alles machen, was man möchte. Auch hier gibt es kein Falsch. Ich habe mich dafür entschieden, mit einem Pinselende einfach solche Wellenlinien in den Fertigspachtel rein zu gravieren in verschiedenen Richtungen und Formen. Ich habe einfach das gemacht, was ich gerade gefühlt habe. Also wenn ich so da drauf schaue, dann finde ich es erstmal mega schön, aber es erinnert mich auch irgendwie an eine Skipiste, oder? Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, wie ich es gerne hätte. Und dann kommen wir zum besten Part und zwar ziehen wir jetzt das Kreppband ab. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie satisfying war das? Also für mich auf jeden Fall eine 10. Und genau deswegen lässt man auch das Band an der Seite noch ganz lang dran, damit man es gut abbekommen kann. Und sobald es dann nach ca. 24 Stunden komplett durchgetrocknet ist, können wir zum nächsten Schritt übergehen, der optional ist. Ich meine, in Weiß sieht es auch schön aus, aber ich bin ein Farben-Girl und deswegen habe ich mir 2 Farben geschnappt, beziehungsweise noch eine Weiß dazu und habe mir so einen richtig schönen Fliederton zusammengemischt. Ich bin da gerade so ein bisschen im Fieber drin, wegen der Aesthetic Collection und meinem neuen Timer. Und ich dachte mir, dann matcht es einfach voll gut und genau, hab das in dieser Farbe angemalt. Tada, mein zweites Kunstwerk ist fertig und wie besonders sieht es bitte aus, oder? Ich bin wirklich so begeistert. Klar, sieht es auch ein bisschen aus wie so eine Schokoladentafel mit diesem exakten Lila-Ton. Ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen heller machen können oder eben weiß lassen. Schreibt mir gerne mal, was ihr auch besser findet. Aber auf jeden Fall finde ich es ultra schön, mega special und ich werde es definitiv noch 1000 Mal mehr machen, nur mit anderen Sprüchen, weil ich es einfach so cool finde. Geiles Bild, oder? Ich bin so stolz darauf. Und bevor wir jetzt weitermachen mit dem nächsten, was ich auch einfach on point finde, gibt's noch die Videofrage. Die kam unter meinem letzten Video mit dem Hashtag AskKaliCassie von 2 Leuten. Einmal von Avocado und von Sandra Schmitzer. Sie wollten beide wissen, was ist dein Lieblingsprodukt aus dem Merch? Leute, das ist hart. Das ist wie, als hätte man so 2 Kinder oder mehrere und muss sagen, welches ist mein Lieblingskind. Aber wir sind ja unter uns. Ich liebe alle Sachen natürlich, aber meine liebsten Produkte sind die Schreibunterlagen. Das war eines der ersten Sachen und ich benutze sie einfach daily. Und die Kette, weil ich Schmuck obsessed bin und das einfach
immer so einfach hier direkt bei mir ist. Ich finde es einfach wunderschön, die Kette, der Kaktus. Unser Community-Symbol, deswegen die zwei. Kommentiert unbedingt mal, wer von euch auch was aus dem Merch hat. Und wenn ja, was euer Lieblingsprodukt ist, ab damit in die Kommentare. Oder schreibt gerne neue Fragen, was euch interessiert, mit dem Hashtag, damit deine Frage und meine Antwort vielleicht im nächsten Video mit dabei ist. Und jetzt ganz viel Spaß beim nächsten Bild. Ganz kurzer Spoiler noch, am 24.05. werde ich 30 Jahre alt und dort kommt der nächste Merch Drop. Dieses nächste Bild ist bei mir auf TikTok und Instagram viral gegangen und hat Millionen Aufrufe und ich zeige jetzt, wie ihr es auch nachmachen könnt. Ich persönlich benutze dafür super gerne so kleine Leinwände mit 15x15 cm und habe hier meine anderen Bilder, die ich schon gemalt habe, über meinem Schreibtisch aufgestellt, weil ich die einfach so schön finde. Also wirklich, ich liebe sie alle so sehr. Sie funktionieren aber alle nach demselben Prinzip und wir starten dabei erstmal mit schwarzer Farbe und färben unsere Leinwand komplett damit ein und am besten nicht unsere Hände, obwohl das bei mir jedes Mal passiert. Ganz wichtig natürlich, die Seiten nicht vergessen und sobald dann alles pechschwarz ist, muss die Leinwand trocknen und ich nehme mir dafür immer, wenn dann Washtape oder Stifte, die ich nicht mehr brauche und lege da die Leinwand drauf und gehe danach wieder meine Hände waschen. Ein paar Stunden später ist dann alles getrocknet und wir können weitermachen. Das ist auf jeden Fall ein Bild, was auch mehrere Steps braucht und lange dauert, aber es lohnt sich, Leute. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein Fenstermuster. Das zeichne ich mir vorher immer mit Bleistift auf, damit ich einfach die Abstände perfekt ausmessen kann, sodass alles gleichmäßig ist. Sobald ihr dann das einmal gemacht habt, kann man es auch immer wieder von den anderen quasi abpausen, wie ich es gerade am Anfang gemacht habe. Aber ansonsten messt einfach eure Leinwand mal aus und überlegt euch ein schönes Muster. Und dann nehmen wir uns Washi-Tape, um genau diese Streifen, die wir davor eingezeichnet haben, nachzukleben. So sieht es mein abgeklebtes Fenster aus und darüber kommt jetzt nochmal eine Schicht schwarze Acrylfarbe. Und unter jedem TikTok, unter jedem Reel, was ich gepostet habe, war die Frage, warum, Cassie, warum machst du das? Die Antwort ist ganz leicht. Wenn ich jetzt darüber direkt die nächste bunte Farbe geben würde, dann würde die unter das Washi-Tape laufen und dann hat man eben keine schönen, klaren Kanten. Und deswegen macht man erstmal nochmal eine schwarze Schicht, damit das Schwarz darunter läuft. Aber schwarz auf schwarz sieht man ja nachher nicht. Und dann kann man da mit bunter Farbe drüber gehen und hat perfekte, klare Fensterlinien. Das sehen wir gleich, aber vorher machen wir erstmal noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Ich habe hierfür vier verschiedene Farben genommen. Flieder, so ein dunkleres Pink, ein helles Pink und ein Gelb. Aber hier kann man echt auch ganz kreativ werden und rumspielen. Ich habe eben auch das eine Bild mit diesem Polarlichterhimmel gemacht. Also mit Blau und verschiedenen Grüntönen. Das liebe ich auch über alles. Da kann man wirklich rumexperimentieren. Wichtig ist nur, dass man alles immer schön miteinander verblendet. Aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich sagen, dass es aber auf zwei Dinge auf jeden Fall ankommt. Und zwar erstens, man muss in zwei Schichten arbeiten und zweitens gute Farbe benutzen. Ihr wisst, ich bin mega Teddy-Acrylfarben Fan, aber manche Farben decken davon nicht so geil und auf schwarz, da muss man schon etwas haben, was wirklich kräftig deckt und deswegen habe ich mir hier welche auf Amazon gekauft, die noch besser halt sind als Teddyfarben. Kann ich euch in der Infobox gerne verlinken, das war so ein großes Set und auch damit braucht man aber zwei Schichten. Die erste Schicht verblende ich natürlich auch, aber gehe da so ein bisschen gröber vor, weil ich weiß, da kommt eh nochmal Farbe drauf. Und hier bei der zweiten Schicht, da gebe ich mir wirklich richtig Mühe und versuche, diese zwei Farben jeweils perfekt ineinander überzublenden. Deswegen auch ein Tipp, nehmt ein Stück Klopapier oder Zebra nebendran und wischt die Farbe, die zu viel auf dem Pinsel ist, ab, sodass man dann nur noch ein bisschen Produkt dran hat und damit kann man die Farben viel besser ineinander überblenden. Und deswegen immer schön hoch und runter wischen, bis man da so einen ganz soften Übergang bekommt. Bei meinen anderen Bildern habe ich ja zum einen Vögel drauf gemalt, zum anderen einen Wald. Aber hier habe ich irgendwie so einen schönen Abendhimmel mit Sternen und Wolken gesehen. Deswegen, genau, habe ich Sterne drauf gesprenkelt und dann wollte ich Wolken malen, aber habe hier leider wieder so eine günstige Weiß genommen, die total flüssig war und nicht deckend. Habe es direkt bereut und versucht es noch zu retten. Ist zum Glück auch gut ausgegangen. Puh, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und jetzt kommen wir zum allerbesten Part. No.
Na, habe ich zu viel versprochen? Ich denke nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal mit einer schwarzen Acrylfarbe hin. Am besten hier auch immer die nehmen, die ihr davor benutzt habt. Denn auch wenn man sich denkt, schwarz ist ja schwarz, wenn man unterschiedliche Farben benutzt, dann sieht man es trotzdem manchmal. Und damit bin ich dann einfach nochmal drüber und habe manche Stellen ausgebessert, in denen ich gekleckert habe. Oder die Bleistiftstriche noch weggepinselt. Kann man natürlich auch wegradieren, aber ich bin da faul und gehe einfach mit Farbe drüber. Noch ein paar weitere goldene Sternchen dazu, ein kleiner Mond. Und das hier ist das Ende. Ergebnis. Oh mein Gott, es ist so perfekt in meiner Sammlung. Ich finde es wirklich ultra schön und ich bitte euch, macht das nach und schickt mir Bilder auf Insta, weil ich will eure Version dafür sehen. Ich bin mir sicher, die sind mindestens genauso schön oder besser. Falls du, ja genau, ich meine dich da draußen, gerade das hier siehst, dann kommt hier mal diesen Emoji hier. Da weißt du nämlich, du warst bis zum Ende dran und das bedeutet mir immer sehr, sehr viel, wenn ihr die Videos bis zum Ende schaut. In die Infobox packe ich euch nochmal alle Infos zu Mr. Spex. Also falls ihr gerade oder jemand, den ihr kennt, eine Sonnenbrille braucht, Brille, Kontaktlinsen oder andere Produkte von Mr. Spex, dann checkt es gerne aus und nutzt super gerne meinen Code, wenn ihr ein bisschen was sparen möchtet. Und ansonsten klickt jetzt gerne hier drauf, denn da gibt es weitere Malen gegen Langeweile Videos von mir. Also es gibt hier genügend Inspo auf dem Kanal. Deswegen auch unbedingt abonnieren, damit ihr mein nächstes Video nächsten Samstag 10 Uhr nicht verpasst. Denn da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!